Okay, wir machen weiter. Eher an der Stelle bei der Vidphone-Zelle, die jetzt leer ist. Ich habe ein miserables Gedächtnis, was Phonnummern angeht. Aber, wie vermutet, den Kittel Grüße, Bürger. da drinnen zu benutzen. Dann wären wir nämlich umgezogen. Ja, klappt. Und können zum Big Boss. Ja, und eine total tolle Superman-Sequenz. Wie Clark Kent, der sich auch in Vidphone-Zellen umzieht, keine Ahnung. So. Schnell, 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 schnell zum Ministerium da hinten und. Ist das überhaupt das Ministerium? Naja, ich weiß es nicht. Ihr wisst, was ich meine. Aber schön zu sehen, wenn man hier unglücklich ist. Unglücklich ist, dass man dann halt erschossen wird von Robotern. Los, mach Platz, Dicker. Tschüss. Ja? Sir, hier ist Floyd, Sir. Floyd? Ja, Sir. Sie haben mich zu einem Briefing Ach bestellt. ja, Floyd. Du bist aus der Abteilung für Kornkreise, nicht wahr? Ja, Sir. Sir? Kann ich reinkommen, Sir? Was? Oh ja, natürlich. Komm rein, Bürger, komm rein. Setz dich. Danke, Sir. Ich möchte dich etwas fragen, Floyd. Kennst du dich in der Wirtschaft aus? Sir? Sieh dir das mal an. Was ist das? Gewinn, Verlust, Steuern, Gehälter, Einnahmen, Ausgaben. Kurz, es ist das Budget des Ministeriums für galaktische Unsicherheit für die nächsten 30 Orbits. Perfekt ausgewogen. Sir? Wunderschön, nicht? Soll und haben ein perfektes Gleichgewicht. Nun haben wir ein Problem. Du weißt, was das heißt, nicht wahr, Floyd? Unausgewogenheit. Kein Gleichgewicht. Deprimierender Anblick, findest du nicht? Tja, jemand wird dafür bezahlen müssen, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Ach, wer? Tja, ich habe mir die Freiheit genommen, mich mit den verantwortlichen Vollstreckern kurz zu schließen und ja, sie haben mir ein, zwei interessante Dinge erzählt. Zum Beispiel über Farbpartikel auf der havarierten Sonde. Zufällig passt diese Farbe exakt zu der von deinem Schiff. Dies verbunden mit der Tatsache, dass du dein Schiff soeben wegen einer Kollision in die Werkstatt gebracht hast, lässt dich auf unserer Hitliste ganz nach oben rücken, meinst du nicht? Oh nein, Sir, es war ein Unfall. Der Schaden beläuft sich auf 3 Millionen Credits. 3 Millionen Credits? Plus minus ein paar hundert, versteht sie? So viel Geld kann ich niemals aufbringen. Das dachte ich mir. Daher habe ich mich an den Vollstrecker-General gewandt, der gerne ein wenig mit dir plaudern würde. Der Vollstrecker-General. Er wird mich nach Cygnus Alpha schicken. Ja, das denke ich auch, Bürger. Schönen Orbit. Molly? Ja, Sir. Fordere Ersatz für die KK-Abteilung an. Uns ist ein Techniker abhanden gekommen. Ja, Sir. Sonst noch etwas? Nein, das ist alles. Sir, ist die Besprechung mit Bürger Floyd schon vorbei? Ich kenne keinen Bürger mit diesem Namen. Ja, Sir. Ich habe mich wohl geirrt. Ausgewogenheit. Nur darum geht es.
Er wacht auf. Jetzt ist er wieder bewusstlos. Gib ihm das Stimulanzmittel. Erledigt. Bin ich? Du bist in der Vollstreckungsabteilung, Bereich Verhör. Wir wollen wissen, was du weißt. Ich? Aber ich weiß doch gar nichts. Das wird sich noch herausstellen. Die Kirche von Cygnus Alpha erwartet dich, Bürger. Und wenn wir mit dir fertig sind, bist du ein kleiner Heiliger. Das wollte ich gerade sagen. Kleiner Vollstrecker-Scherz, Bürger. Ich hoffe, du fandest ihn komisch. Oh ja, ja, sehr komisch. Es macht mir den Aufenthalt hier viel kurzweiliger. Schau, Bürger, es gibt ein, zwei Dinge, die du offenbar nicht verstehst. Sieh her, wie viele Finger halte ich hoch? Drei. Das ist richtig. Ist er nicht ein kluges Köpfchen? Aber wenn Omnibrain sagt, dass das vier Finger sind, wie viele halte ich dann hoch? Drei. Fahr den Strom hoch. Armer Floyd. Wie viele? Vier, vier! Du hast recht und Unrecht. Wie viele Bürger? Denk gut nach. Drei, vier, sieben, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht! Willst du uns auf den Arm nehmen, Bürger? Nein, ich weiß es wirklich nicht. Glaubst du das? Nein, kaum. Noch eine Chance, Bürger. Wie viele? Ich, was immer du sagst. Ihr lernt. Fast, Bürger. Nur sind es nicht wir, die das Sagen haben. Omnibrain, Omnibrain, was immer Omnibrain sagt. Gut gemacht, Bürger. Was jetzt? Wir schicken ihn nach Cygnus Alpha. Okay, du hast den ersten Schritt getan, Bürger. Aber bis zur wahren Erleuchtung ist es noch weit. Du wirst erleuchtet werden, Bürger. Hey, sollen wir das neue Dingsbums probieren? Gute Idee. Gute Idee. Das neue Dingsbums? Welches Dingsbums? Keine Sorge. Es tut ein bisschen weh. Unangenehm. Liebe Flugbürger, hier spricht der Autopilot. Willkommen an Bord des Flug 17 nach Cygnus Alpha Korrektivanstalt. Unsere Flugzeit wird voraussichtlich 11 Orbits betragen. Die Flugbedingungen sind ausgezeichnet. Liebe Flugbürger, hier spricht der Autopilot. Wir nähern uns nun der Korrektivanlage Cygnus Alpha. Achtung, die Reiseerstarrung wird aufgelöst. Bitte bereitet euch auf Eigendynamik vor. Wieso bist du hier? Verrat und Zerstörung von Konzerneigentum. Ich bin aber unschuldig. Und du? Herumlungern mit verräterischer Intention. Ich habe vor einer Witwenzelle gewartet, obwohl ich meine Orbit-Einheiten schon verbraucht hatte. Das ist hart. Übler Verräter und wir. Er sieht irgendwie aus wie eine Gurke.
diesen Burschen werden mir bei meinem lebenslangen Aufenthalt auf Cygnus Alpha sicher noch eine Menge über den Weg laufen. Ja, reden wir mal mit der Gurke. Grüße, Bürger. Was bringt dich hierher? Das Kontrollministerium hat mich des Verrats an Omnibrain und am Konzern für schuldig befunden. Das bedeutet? Ich wusste von geheimen Daten. Von welchen denn? Von welchen denn? Ich war einer derjenigen, die das Sicherheitssystem dieser Erziehungsanlage entworfen haben. Leider wurde dieses Wissen kurz darauf als geheim eingestuft. Man entdeckte es bei einer Routinedurchleuchtung in meinem Hirn. Oh ja, oh Gott. Wie funktioniert das Sicherheitssystem denn? Weißt du, was suggestive Reflexhypnose ist? Nein. Tja, so funktioniert's. Das war jetzt nicht sehr hilfreich. Na und? Du wirst schon früh genug verstehen. Na dann, viel Glück bei deinem Korrektivprogramm, Bürger. Okay, reden wir mit dem üblen Verräter. Und langsam glaube ich, dass das ganze System korrupt ist. Ich weiß nicht, was du meinst, Bürger. Ich liebe Omnibrain und alles, für das er steht. Und warum bist du dann hier? Offenbar war mein Verhalten fehlerhaft. Ich danke dem Kontrollministerium, dass es meine Schwäche aufgedeckt hat, bevor sie sich auf schlimmere Art hat manifestieren können. Okay, Leute, da ich nicht weiß, ob gleich noch eine Cutscene kommt oder nicht, mache ich heute mal drei Parts. Ich mache hier gerade Schnitt und lade direkt noch einen hoch. Bis gleich.